Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 825. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Ihr wundert euch eventuell, warum ich hier stehe. Und zwar haben wir ja hier unsere ganzen Öfen aufgereiht. Und wenn ihr mal guckt, ist da tatsächlich Kupfer drin. Weil ein bisschen hatten wir da hinten noch in der Kiste. Wir hatten aber auch noch über einen Stack für den Berg eigentlich vorgesehen, um den halt ein bisschen zu texturisieren. Da kommt das hier zum Beispiel her und deswegen werde ich das jetzt alles einmal einschmelzen. Ihr seht aber sonst schon, das Inventar sieht ein bisschen anders aus. Und zwar habe ich mich vorbereitet, deswegen ist das auch ein bisschen ironisch, ich habe mich darauf vorbereitet, wie es, ich meine, Justus vorgeschlagen hat, jetzt auf eine kleine Reise zu gehen, um Kupfer zu finden. Weil wir werden sehr wahrscheinlich ab und zu noch ein bisschen mehr brauchen und Kupfer ist leider relativ teuer. Ich sehe da schon das erste. Dann holen wir uns das auch direkt. Zack. Also Kupfer ist leider relativ teuer. Warte mal, wenn ich das jetzt so schmelze, was kommt denn da dann bei raus? Muss ich das nicht erst noch mit der Fortune abhauen, damit ich die Ingots habe? Was passiert denn jetzt, wenn ich das so in den Ofen tue? Dann kriege ich dann einfach noch weniger? Ich glaube, wir müssen noch mal kurz zurück. Aber an sich werden wir das halt auf jeden Fall für die Stadt zumindest jetzt noch brauchen. Und wir werden es mit Sicherheit danach auch noch öfter brauchen. Und da wir das bisher nie wirklich geholt haben. Was ich auch eigentlich schade finde, weil das ist eigentlich ein echt schöner Block, wie wir ja jetzt auch gesehen haben. Werde ich mir davon jetzt einfach noch ein bisschen was holen. Muss ich noch mal ganz schnell hier. Zack. Okay, da kriegt man nämlich einfach die Ingots raus. Ja, das ist ja super. So, und wenn ich jetzt aber mit der anderen Pickaxe das hier abbaue, jetzt habe ich auch ein bisschen Lava verschwendet, aber das ist nicht so schlimm, das hält ewig. Wenn ich jetzt einfach so mache, dann kommt das doch da raus und das kann ich dann alles einschmelzen. Ja, ich bin ja voll dumm. Hier kommt ja viel mehr bei rum. Okay, gut, dass es mir eingefallen ist. Guck mal. Nur das. Ja, komm, den kannst du jetzt auch noch machen. Nur das waren jetzt schon ein paar Stacks. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir noch auf Reise gehen müssen. Wir haben jetzt so viel davon gekriegt. Ich hatte aber ganz vergessen, und ich glaube, das war beim letzten Mal genauso, dass man die ja erst nochmal so abbauen muss. Das erklärt es ein bisschen. Jetzt darf ich hier nur nicht runterfliegen. Ja, einfach abbauen. Geht ja schnell. Und dann werden wir super viel haben, weil die haben doch auch, genau, die haben doch die Chance erhöht, wie viel hier rauskommt. Weil es halt zum Bauen sein soll und das war vorher richtig wenig und ich meine in der 1.19 wurde das dann sogar erhöht. Deswegen hatte ich mich auch gewundert, dass wir so wenig nur haben. Aber jetzt macht das natürlich Sinn, weil wir hatten einfach wenig von den Blöcken. Aber wenn wir die Blöcke dann noch mit Fortune abbauen, dann ist es ja kein wirkliches Wunder, dass wir danach super viel haben. So, weil guck mal, wie viel wir jetzt davon haben. Und das war ein Stack. So, hier. Wir brauchen noch ein paar Öfen. So viel Kupfer werden wir auch niemals brauchen. Aber das ist ja egal. Packen wir hier auch noch rein, packen wir hier auch noch rein. Und dann haben wir halt immer noch. So. Eigentlich wäre es praktisch, ein paar Blast Furnaces zu machen. Fliegt doch los. Warte mal, die Eimer könnte ich eigentlich auch mitnehmen. Kann ich die direkt wieder auffüllen? Die brauchen wir ja nicht mehr. Ist nicht ganz clever. Ich mache das nicht so oft mit den Lava-Eimern. Hab da keine Ahnung von. So. Ich glaube, das ist legit das zweite Mal oder so erst, dass wir das überhaupt damit machen. Ich meine, wir haben ja extra die Farm dafür gebaut, aber ich brauche halt nicht oft irgendwas schmelzen. So, hier zum Beispiel ein Blast Furnace, den nehme ich sogar nochmal mit. So, dann holen wir uns neue Lava. Und dann, hier laggt es ein bisschen. Seit ich die Aufnahme angemacht habe, laggt es tatsächlich, um ehrlich zu sein. So. Zack. Nehmen wir jetzt die einfach alle mit. Was haben wir zu verlieren? Warum rastet mein Handy jetzt wieder aus? Im Moment ist es wirklich ein Fluch. Immer wenn ich aufnehmen will, rastet das Handy aus. Und wenn ich nicht aufnehme, nicht. Ist auch typisch. Dann redet kein Arsch mit dir. Egal. So, jetzt haben wir hier unsere kleine Schmelzfarm, nenne ich es mal. Ist echt kein Wort eingefallen. So. Hier vorne auch noch einen rein und da auch.
mal die ganzen Eimer wieder mitnehmen und direkt schon mal auffüllen, würde ich sagen. Weil dann haben wir sie auf jeden Fall. Wir haben ja, glaube ich, auch noch ein bisschen Lava über. So, dann, ach ja. Ich hatte sogar hier extra mühsam es geschafft, eine der Schalker-Chests leer zu machen und die ganzen Sachen zu verteilen. Aber das war jetzt auch für die Katz. Naja, egal. So. Ach, hier will ich doch gar nicht hin. Ich will doch hier hin. Ich weiß nicht, warum wir so Frame-Einbrüche heute haben. Naja, kann man nichts machen. So. Dann einmal bitte. Zack, 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 zack. Einer fehlt jetzt, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich brauche dann auch maximal noch zwei oder so. Ich könnte jetzt hier auch noch warten, bis sich das füllt, aber ich weiß nicht, wie schnell das geht. Also lassen wir es lieber. Wir haben übrigens hier ziemlich viel Vorrat. Das heißt, wenn wir wieder Raketen brauchen irgendwann, sind wir da auf jeden Fall schon mal gut gerüstet. Aber es ist tatsächlich auch noch so, dass hier noch echt viele drin sind. Was mich überrascht, weil meistens haben wir einfach nie Raketen. Und jetzt haben wir mal richtig viele. Ich will nicht sagen zu viele, weil das wäre gelogen. Aber schon einige. Ich kann eigentlich doch schon nachlegen, oder? Habe ich das wieder voll? Hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Hier. Hier war noch nicht ganz voll. Mal dann einfach überall da rein. Blast Furnace ist halt cool, weil das einfach schneller geht. Hier. Und dann haben wir schon alle. Dann kann ich die andere Lava sogar wieder wegtun. Und dann können wir uns eigentlich schon mal... Ja komm, wir nehmen die uns einfach schon mal raus. Ich habe gedacht kurz, ob wir das bis zum Ende alles drin lassen und dann auf einmal uns die komplette XP ziehen. Aber jetzt auch nicht so wild. So, das sieht doch bisher schon mal ganz gut aus. Und ich meine, wenn man an den... Nee, Cut-Copper, ne? Wenn man an den Stone-Cutter geht, dann kriegt man irgendwie noch mehr raus. Meine ich, aber ich glaube nur von diesem Cut-Copper und das finde ich echt hässlich, deswegen werden wir das nicht machen. Und, wichtiger Punkt natürlich nochmal, ich meine, Yoshi hatte es auch kommentiert. Warum fliege ich immer hier hin? Macht der Gewohnheit. Wir brauchen ganz dringend Wachs, weil sonst rostet uns das Kupfer die ganze Zeit weg und wird grün und dann muss ich die ganze Zeit mit der Axt da wieder hin. Und da habe ich halt auch selber keinen Bock drauf. Ist ja, glaube ich, verständlich. Deswegen müssen wir mal gucken, dass wir das noch irgendwie hinkriegen. Ich meine, es würde gehen. Warte mal, das können wir ja theoretisch machen. Lagerfeuer zu craften wird ja nicht so schwer sein. Holzsticks. Ist auch irgendwo hier Kohle? Wahrscheinlich nicht, oder? Nö, 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 nö. Okay. Nehmen wir. Dann fliegen wir einmal kurz zur Fabrik. Eisenfabrik, da dürfte nämlich noch ein bisschen Kohle drin sein, hoffe ich. Ansonsten wüsste ich wirklich nicht, wo wir Kohle haben. Oh, knapp. Ja, okay. Und hier ist sogar noch Kupfer. Alright, ich brauche hiervon ein paar. Gib mir mal ein paar Campfires. Immer so fünf. Ah, fünf ist okay. So, dann kann die Kohle hier wieder weg. Dann fliegen wir einmal kurz zu den Bienen. Das Problem ist, also man muss halt, so wie ich es jetzt verstanden habe, ne, nicht, dass es, also ich will nicht sagen, ich bin der Bienenexperte. Ich bin kein Imker. Ich mag Bienen, aber die Ahnung habe ich jetzt nicht. So, kannst du mal bitte hier gehen? Geh. Verzieh dich. Also, wenn wir jetzt, das geht ja hier schon nicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier das Lagerfeuer hinmachen würden, dann wäre hier zwischen noch eine Lücke und dann könnten die Bienen da reinfliegen und sterben. Deswegen müssen wir, glaube ich, das direkt unter der Erde machen. Muss ich echt aufpassen, dass hier keine Biene ist. Aber hier ist auch gerade kein Honig drin, das bringt also auch nichts. Ist hier Honig drin? Sieht man das? Kann man das sehen, ob da Honig drin ist von außen? Also da ist Honig drin, das kann man sehen. Verzieh dich mal! So. So. Und dann hier ganz schnell zumachen. Und dann sollten die doch hier raus sein, oder?
Profi, Digga, hat wieder keine Ahnung. Das sieht so aus. Okay. Ich weiß nicht, wo die Bienen jetzt hin sind. Ah, da ist eine. Okay, ja, ist mir egal. Lassen wir es erstmal so. Den Rest können wir immer noch später irgendwann machen. Wir haben jetzt auf jeden Fall dreimal Honeycomb. Reicht das schon? Kann man da... Also ist Wachs ein eigenes Item oder ist es das? Da habe ich schon wieder keine Ahnung. Da bin ich schon wieder überfragt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe das bei Trimax gesehen, wie der das bei Craft Attack immer gemacht hat. Aber das war es halt auch. Weil ich nie den Sinn gesehen habe. Also ich habe halt auch noch nie mit Kupfer gebaut. Dafür würde ich es verstehen, aber ansonsten nicht. Ansonsten wüsste ich nicht, wofür man das braucht. So, jetzt machen wir aber hier richtig Stonks. Sowohl an XP, obwohl es geht 6 Level, als auch an Kupfer. Okay. Hier stirbt gerade irgendwo ein Creeper. Egal. So, Copper. Genau, man kann Cut Copper machen, der ist aber hässlich. Ich weiß nicht, was da abgeht. Und als ob 9 Stück pro, ich dachte 4. Was ist denn, wenn ich nur 4 hinmache? Was passiert denn dann? Nix. Okay, geil. Dann haben wir trotzdem noch keinen Stack. Von dem ganzen Zeugs. Also vielleicht müssen wir dann vielleicht morgen oder so, ich glaube es war ein doppeltes vielleicht, dann nochmal irgendwo hinfliegen und hoffen, dass wir noch ein bisschen was finden, was ich echt krass finde, weil das ist ja jetzt wirklich nicht wenig hier. Aber müssen wir mal gucken. Ich weiß auch nicht, kriegt man da einen kompletten Stack dann raus oder kriegt man mehr raus? Also gibt es nur einen Block? Mal eben so. Es gibt echt nur einen. Okay, dann haben wir nur einen Stack. Das ist ja Schmutz. Das ist ja absolut Schmutz. Ich weiß nicht mal, ob die Lava aushält. Weil hier ist sie schon fast weg, aber bei den anderen sieht es noch okay aus. Schwierig. Also die Vögel rasten auch gerade aus. Komm, gib mir noch ein bisschen. Ich brauche doch nicht mehr viel. Halben Stack noch. Yalla. So, wie macht man Wax? Kann ich dir nicht mal sagen. Zweifel, dass ich das da reintun kann, aber... Oh gut, ich kann es da reintun. Schreib mir das mal bitte in die Kommentare. Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe übrigens, weil ich dachte, wir sind jetzt heute den ganzen Tag unterwegs, hier hinten noch das letzte Stückchen von dem Haus fertig gemacht. Also hier halt den Diorite und die Fenster reingemacht. Also ich habe nicht viel gemacht. Ne, aber einfach, damit das fertig ist und wir los konnten. Vielleicht geht das so. Ja, es geht. Okay. Aha, ich verstehe. Zack. Und dann... Oh, scheiße, jetzt ist das Wax wieder off. Okay, ich verstehe. Das ist, mehr Honig haben wir nicht. Okay. Gut. Sehr, sehr gut gemacht mal wieder. Was wollte ich denn machen? Ich wollte noch gucken, ob wir noch schnell ein bisschen... ich habe gar keinen Platz dafür. Ein bisschen Concrete hinkriegen. Ich habe auch keinen... Ich habe keinen Kies mehr. Okay, wir müssen auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen auf Reise. Ich kann nämlich kein Concrete mehr machen. Okay, cool. Das ist scheiße. Ziemlich. Ziemlich große Scheiße. Das ist scheiße. Aber egal. Müssen wir durch. So. Gucken wir noch einmal kurz, was hier drin ist. Jetzt kommen wir aber auf 9 Stacks. Mehr sogar. Und wir haben dann immer noch ein bisschen über. Also ich glaube, insgesamt kriegen wir vielleicht noch einen Stack an Ingots. Nur halt leider kein Stack an Blöcken, weil das so teuer ist. Das hätte ich niemals erwartet. Ich meine, guckt euch das hier mal an. 9 Stacks, wir haben jetzt 10. Für einen Stack Blöcke. Krank. Und nochmal 8 Blöcke. Cool. So ein Scheiß. Und dann müssen wir die alle auch noch mit Wachs behandeln. Das ist ja super.
Ein super Feature. Ich freue mich, dass wir in diesen Block investieren. So. Ich wollte gerade sagen, ihr seht ja, dass ich mittlerweile nicht mehr auf Vollbild spiele, aber dann habe ich mich gefragt, wie sollt ihr das bitte sehen? Weil, also, hä? Ihr seht ja da oben nicht den Balken. Guck, wenn meine Maus auf dem Balken ist, dann ist die Maus da ja weg. Weil ich hatte irgendwie, OBS hat Probleme gemacht und wieder die Hotbar abgeschnitten unten. Und das ist halt doof. So. Normalerweise habe ich es immer hingekriegt, dass er das dann nicht macht, aber heute hat er nicht aufgehört damit, deswegen habe ich dann gesagt, ja komm, mach halt, dann mache ich es anders, dann hast du nichts zu kamellen. Ich hoffe wirklich, dass die Lava das noch aushält, also viel ist es ja nicht mehr. Aber es ist auch nicht mehr viel Lava drin, also hier ist noch viel, aber in den ersten ist halt kaum noch was. Es ist eventuell ein Problem. So. Es könnte, ja, wohl, ich weiß nicht mal, ob das jetzt noch reicht in der Folge. Wahrscheinlich nicht, aber ich werde jetzt gleich hier dann noch nach der Verabschiedung alles Mögliche rausholen und dann ja, machen wir es. Gut. Wenn es euch gefallen hat, da war ein Screenshot falsch. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.